Hallo und herzlich willkommen zurück bei Agony. Ja, es ist nicht so leicht hier, dieses Spiel zu bestehen. Ich bin im Labyrinth des Verstands und das Labyrinth raubt mir auch tatsächlich den Verstand. Was ist los? Warum geht das Teil immer wieder hier hin? Hier will ich doch gar nicht hin. Ich brauche noch einen Schädel. Warum hast du nur schon wieder eine Mütze am Kopf? Ja, ich bin jetzt schon zweimal gestorben. Ich glaube, ein drittes Mal ist nicht gut dann. Beim dritten Mal würde ich, glaube ich, verkacken. Ich muss mir auf jeden Fall merken, wo hier diese Viecher sind. Also diese verlorenen Seelen. Ja. Ich muss mir irgendwie den Weg einprägen, damit ich schleunigst mir eine neue Seele suchen kann, wenn ich kaputt gehe. Hier und da. Den Weg zurückfinden ist aber immer so eine Sache, ne? Ja, hier in der Ecke war ich ja bereits. Hier gibt es auch gar nichts. Das heißt, ich muss also ganz nach da hinten. Und da laufen die Viecher rum. Scheiße, oder? The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. Ja. Tut mir auch leid. Was? Es ist blöd, dass man die nicht bekämpfen kann, ne? Naja. Kann man in manchen anderen Horrorspielen ja auch nicht, ne? Ich muss leise sein. Ich muss alles hören. We're here, guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Da hinten ist ein Vieh. Ich muss mich verstecken. Ne, das ist versteinert, oder was ist das? Das ist nicht echt. Was ist das? Labyrinth des Verstands. Psst. Ruhe jetzt. Da, da ist es. Oh. Aber warum greifen die nicht die anderen gepeinigten Seelen an, sondern nur mich? Hä? Geht's mal hier raus. Aus der Ecke. Muss auch hier irgendwie mal weiterkommen. Verdammt noch, es ist so dunkel, ich sehe so wenig. Aufpassen, ne? Ach, hier bin ich wieder an der Stelle, wo ich eben auch war. Warum läufst du denn jetzt hier durch? Luft anhalten. Oh, das sind sogar zwei. Aber das ist gut. Die können mal schön da hinten in die Ecke wandern. Nein, bleib doch da hinten. Bleibt, ja genau, dreh dich um. Sucht da hinten, meine Süßen. Oh, bleib in der Ecke. Scheiße. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Weg. So. Wenn jetzt hier noch so eine gepeinigte... Ah!
Ah! Erschreck mich doch nicht so, du Scheißmistvieh, du. Boah, hab ich mich jetzt erschreckt. Jumpscare, Facke. Da ist ein Schädel. Nimm den verkackten letzten Schädel. Ich glaube, dann habe ich's, oder? Huh, jetzt klopft aber mein Herzlein. Echt? Boah, jetzt habe ich mich aber gerade erschreckt, obwohl das ja eben schon mal so rumgeschrien hat. Diese Nervensäge da. Hä? Ist das hier eine Abkürzung, die ich eben einfach übersehen habe, oder was? Dann bin ich doch hier wieder am Anfang. Ernsthaft? Oder ist das jetzt neuerdings aufgegangen? Dann bin ich ja wieder hier. Hätte ich hier die ganze Zeit einfach die Abkürzung durchnehmen können. Na, ist mir auch egal. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, die letzte Statue. Den letzten Schädel. Ich habe jetzt 3 Schädel dann gefunden. Yes, baby, yes. Okay. Sehr gut. Kletter ich jetzt hier dieses Gebrabbel hoch? Oder was? Das mag schon. Ach, jetzt gehe ich plötzlich aufrecht. Das ist ja eine komische, abstrakte Sache hier alles, oder? Kletter ich oder gehe ich einfach jetzt senkrecht hier, waagerecht an der Wand? Komisch. Naja, wir sind halt in der Hölle, da sind, gelten, glaube ich, andere Gesetzmäßigkeiten als auf der Erde. Puh. Ich hab's geschafft. Ich hab das Spiel geschafft. Nein, noch lange nicht. So close. You pathetic old man. You don't think someone like you can beg for mercy, do you? Not sacrificing for me everything that you have? Just forget. Give up. Die Luft ist so dick und heiß, dass ich nur mit Mühe atmen kann. Ich spüre, wie der Gestank von Leichen und Schwefel sich in meine Lunge frisst. Wenn ich leben würde, dann hätte mich diese höllische Hitze schon längst umgebracht. Der Herr bewirkt aber, dass mein Herz noch immer schlägt, damit ich weiter für meine Sünden büße. Ich werde die schlimmsten Qualen aushalten. Brüder, haltet an eurem Glauben fest. Trotz des Schmerzes atmen wir weiterhin. Trotz des Leides ist die Hoffnung in unseren Herzen immer noch lebendig. Es ist jämmerlich zu beobachten, wie sie ihr Abbild vergöttern und davon träumen, sich selbst nur für einen Augenblick in ihrem Spiegelbild zu sehen. In einem Ideal, dem sie nicht einmal versuchen anzunähern. Worin besteht ihre Macht? Ich bin es doch, der über sie richtet. Ihre einzige Hoffnung. Es scheint so, als ob ich den falschen Gott angebetet hätte. Höchste Zeit, den Verbündeten zu wechseln in diesem heiligen Kreuz zu KN. Da haben wir einen neuen Seelenspiegel, von dem wir aus starten können. Bin ich kaputt. Jo, schmeiß doch. Einige der Gemälde verbergen die Wahrheit vor dir. Untersuche sie, um die Realität zu enthüllen. Hä? Wie jetzt?
Bin ich jetzt hier reingegangen? Was soll das? Hä? Ich halte in die andere Richtung. Ah. Gemälde untersucht. Da liegt ein Bein rum. Huch. Da liegt eine Statue rum. Noch eine. Ist das reinste Statuenparadies, wa? Ich habe bestimmt in diesem Labyrinth auch einige übersehen. Da bin ich mir 1000% sicher. Aber weiß nicht, was passiert, wenn ich diesen Seelenspiegel aufgebraucht habe. Muss ich dann das Spiel von vorne starten? Das wäre ja voll 90er. Das kann ich mir kaum vorstellen. So, und jetzt darf ich hier durch. Überall diese Leichenteile. Ist ja widerlich, oder? Zack. Was ist das denn? Ach. Was sind wir denn hier gelandet? Ladebalken. Komm, wir befreien den hier erst. Build you one of the most peaceful temples. I promise. When I dissolve, I'll build. You will build. We have to find a way out. There must be some way out. I'll build you, O Lady, the most beautiful temple. I promise. When I dissolve, I'll build. You will build. I'll build you, O Lady, the most beautiful temple. I promise. When I dissolve, I'll build you. I'll build. Da liegt noch jemand. Also es liegen mehrere Seelen rum, die ich aufsuchen kann, offenbar. Der Brunnen. Gelange zum Grund der Grube. Kann ich nicht einfach runterspringen? Das war aber doch bestimmt zensiert, oder? Hä? Das war aber blöd. Schlecht gemacht. Wie, sind das hier Zähne? Da hat aber mal jemand einen Karies, einen Zahnarztbesuch. Nötig. Himmels Willen, Leute. Das ist ja echt hier... echt übel. Hier kann ich mich verstecken. Unter Leichen. Ich verstehe schon.
Es ist ja schön, dass das so farblich markiert ist, ne? Dass ich da sehen kann, wo ich mich verstecken kann. Das ist schon echt ein Vorteil. Oh, guck mal da oben. Also einladend ist anders, ne? So, wenn ich jetzt hier kaputt gehe, dann fliege ich direkt zu dem zurück. Vielleicht kann ich dieses Viech ja da runterschubsen. Ah, ich wollte es gerade machen. Nee. Ich wollte das gerade hier runterschubsen. Mist. Jetzt ist es weg. Schade. So, hier ist aber auf jeden Fall das nächste, wo ich mich verstecken könnte. Da ist es doch schon wieder. Oh, es hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ich dachte, es würde klappen. Schade. Oh Mann. Ich habe Erfolg freigeschaltet. Ja, aber ich dachte jetzt echt, ich könnte das Vieh besiegen damit. Wie kriege ich das denn dann da weggelockt? Da steht es schon wieder rum, ne? Dann muss ich das runterschubsen oder dann laufe ich weg. Das frisst aber lang an diesem Arm, ne? Was ist das hier denn? Man weiß es nicht genau. Ach so, ja, ich sollte ja nach unten kommen, genau. Jetzt habe ich mich an einem Vieh vorbei geschlichen. Gut, hier ist das nächste. Die nächste Person, in die ich einfahren kann. Aber was ist das da unten? Ist das der Teufel? Nee, das ist bestimmt nicht der Teufel. Der Teufel ist bestimmt noch größer. Das ist nur irgendwie auch nur ein Dämon. Boah, ist das hier hell? Worauf zeigst du, hm? Hier einfach hochgewandert? Ach ne, das ist ein Typ. Out of your bones.
aliens like you, just the same. Pathetic, damned ones. You'll die. You'll all die. Go on. What are you waiting for? You just have to cross through the forest and not go crazy. Ekelhaft, oder? Was ist das denn hier? Will ich da jetzt runter? Hä? Das ist ja schon wieder so ein Spiegel. Ich guck mal noch hier. Ach, hier gibt's gar nichts mehr. Ja, dann muss ich ja noch runter. Kammer der Unschuldigen. Ich war nicht imstande, mich der Welt dieser Primitivlinge, die die verkohlten Leichen ihrer Kinder entdeckt haben, entgegenzustellen. Ihre wutentbrannten Stimmen erklangen zwischen den Mauern der Stadt und wuchsen unaufhörlich an. Diese Narren haben sich gegenseitig beschuldigt und versuchten verzweifelt, den Schuldigen dieses Grauens zu finden. Ich habe ihnen geholfen, indem ich die Überreste ihrer Kinder vor dem Haus verteilte. An die Tür malte ich die Gestalt des Dämons, der mir als erster die Hand reichte. Sie haben ihn in seinem eigenen Haus wie Tiere zerfetzt und gezwungen, anzusehen, wie sie seine toten Kinder vierteilten. Er wird einmal ein Märtyrer werden, dessen Tod einer höheren Sache dienen wird. Oh mein Gott. Grauenvoll, oder? So, wir aktivieren mal gerade hier diesen Spiegel. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.